Ich habe das heute als schwarzen Tag für die Bürgerrechte in Ulm erlebt. Wie gesagt, der Junge lag am Boden, er hat geschrien und ich hoffe, dass die Polizei in Ulm sich mit diesem Ereignis auseinandersetzt. Ich kam mir vor wie in einem schlechten Film aus einer sehr dunklen Zeit bei uns, dass ein Junge am Boden lag, geschrien hat und daneben standen Mitglieder einer Partei, die meiner Meinung nach im Bundestag nichts zu suchen hat und haben applaudiert. Das ist absolut menschenverachtend. Und also, wie gesagt, diese Partei hat in unserem Bundestag nichts zu suchen, wenn wir weiterhin die Wahrung der bürgerlichen Rechte haben wollen.